Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier natürlich bei Build It. Sind wieder am Start und ihr seht, wir sind in den letzten Zügen mit dem Helfer angelangt. Das ist sehr gut, ne? Da kann nämlich hier der Herr Ellenstein, der schaut schon mit der Hufe hier. Das ist, wir müssen bloß noch irgendwie... Ja, Herr Ellenstein, bin gleich weg. Ich muss bloß noch irgendwie eine Stufe hochfahren. Irgendwie hat das nicht ganz geschnackelt, ja. Schade. Gut, die eine machen wir halt auch noch. Ne? So. Und dann können wir das hochziehen. Genau, also, was steht dann heute hier in der Folge an? Es soll normalerweise, wenn heute alles glatt läuft, hier in der Folge geschehen, dass das LU hochkommt, oder herkommt vielmehr, und natürlich weiter ansieht. Das heißt, wir wollen ja hier Raps ansehen und das sollte in der Folge vielleicht noch geschehen, jedenfalls zum Großteil, dann wäre es bombastisch, weil, wenn wir dann nämlich gleich noch mit dem Düngerstreuer hinterher können und allem drum und dran, dann sollten wir womöglich so weit auf der guten und sicheren Seite sein, dass wir gut spulen können oder gut übers Spulen kommen. So. Müssen wir aber mal gucken, ob man das hinbekommt. An MLU, aber ich bin da guter Dinge. Die Jungs haben große Maschinen. Jungs im Blink, Nachbars Lumpi. Und dann passt. So, auf das Feld werden wir natürlich Baumwolle dann drauf machen, weil ja, es ist groß. Es wird uns viel bringen. Ja. Deswegen müssen wir hier sehen. Und wir werden wahrscheinlich heute nochmal was investieren, aber da weiß ich noch nicht ganz, ob das so passt. Ich mir das vorstelle. Und da gucken wir einfach. Ja. Yeah. Er hat sein Zeug gemacht. Wollen wir gleich mal hier wegfahren. Okay, da klappt es zusammen. Perfekt. Klappt er hier auch zusammen. Und dann können wir den nämlich erstmal nach Hause schicken. So, papim, papim, papim. Den schicken wir. Hier hin. Und jetzt soll er los. Wunderbar. Ja. Warte. Bin ich jetzt gedacht. Perfekt. Das passt. Hier wird er voll. Verdammte Axt, wegen hier 5 Strohballen. Wegen 5 Strohballen müssen wir jetzt noch fahren. Der Willi weiß doch noch nicht mal, dass du überhaupt einen Baumwollernter hattest. Ja gut, das kann halt, das kann halt so sich, das kann sich halt so rumgesprochen haben. Also, genau. Junge Frau, 17. Mal kurz durch die Blume gesprochen. Dann passt es. So. Was haben wir hier? Der zieht da mal ab, du. Zieh da mal ab. Ja, was stimmt nicht mit dir? Oh, das ist ein Helfer. Komm, Junge. Zieh. Du, gib alles. Gib alles. Dumme Sau, du. Die dumme Sau, hätte ich ja. Ja, fast abgedrängt, ey. Glaublich. War noch mal knapp. Mensch. Das war doch vom Schneegans, oder? Glaube. Warte mal. Machen wir Schneegans anrufen. Erstmal hier herfahren. Weil er einen Schneegans anruft. Geil sein, dass seine Mitarbeiter hier ihn fast von der Straße dringen. Unglaublich. Ach nee. Nicht in Worte zu fassen. So denn. Schneegans, hallo. Hallo, Herr Schneegans. Ja. Hier ist der Herr McBloom. Ja, hallo. Herr Schneegans. Ja. Sagen Sie mal, haben Sie einen Mitarbeiter, der zufällig ein John Deere fährt mit Ballenladewagen hinten dran? Ja.
Können Sie dem vielleicht mal sagen, wenn man auf der rechten Seite ist, ja, dass er beim Abbiegen nicht wie ein Sturzbetrunkener rumzueiern hat? Ja, ich habe ihm schon mal gesagt, er soll vorsichtig fahren, aber irgendwie hat er das nicht so drauf. Nee, der hat sich irgendwie eilig gehabt, der hat ganz grimmig geguckt, aber es ist nichts passiert. Ich wollte es ihm nur weitergeben, dass wir vielleicht mal in die Konversation mit Ihren Mitarbeitern gehen. Mache ich, wenn er da ist. Das ist sehr gut. Ja. Müsst du gleich da sein. Okay. Ciao. Mache ich, ciao. Ah, man muss die Info ja mal weitergeben. Das bei so einer Schleichfahrt. Der Lenz, ne, ja. Aber war doch gut, ne? Das war doch gut. Reagiert. So, wir können. Normalerweise können wir eigentlich das Gespann, wie wir es mit dem JCB haben, könnten wir jetzt eigentlich gleich nochmal rausschicken aufs Feld. Theoretisch. Wäre eigentlich gar nicht schlecht. Dann könnten wir uns drum kümmern. Ja, hier ist der Herr McBloom. Guten Tag, Müller hier. Guten Tag, Herr Müller. Ich bin der Gärtner, wir hatten es auch schon mal die Freude, einander zu begegnen. Das ist wohl wahr, Herr Müller. Wie geht's Ihnen, Mensch? Gut und selbst? Oh ja, es läuft. Ihre Blumenlieferung habe ich im Übrigen erhalten. Ah, oh, sehr schön. Was sind da alles für Blumen gekommen? Na, das waren zuerst wie solche gelben und solche orangenen. Also so die direkte Name weiß ich jetzt nicht, aber Chrysanthemen sind es auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall sehen sie gut aus. Die machen sich echt gut auf dem Hof. Und die Hecke, die sie gesetzt haben, also ist ja phänomenal. Ja, das sieht ja wirklich gut aus. Also, da muss ich ja sagen, Mensch, Arbeit vom Feinsten. Ja, das bin ich mir auch so gewohnt von mir. Ja, doch, von Ihnen. Gut. Ja, wie kann ich Ihnen helfen, genau? Ich wollte Sie nur noch kurz über eine wichtige Information möchte ich Ihnen noch mitteilen. Ich habe jetzt ein bisschen Schnee geräumt noch, aber das ist leider nur von kurzem Interesse gewesen, weil die Scheiße ist so geschmolzen. Und jetzt, ja, muss man noch schauen, habe noch ein paar Glasdächer beim Herr Fersamer Hof zur Stadt, aber der weiß noch nichts davon. Interessant. Ja, weil dort ist die Fräse angegangen und dann habe ich noch einen Huhn mitgenommen vom Herr Fers. Ja, das alles sehr unglückliche Umstände. Aber was ich Ihnen sagen wollte, ich habe jetzt noch einen neuen Geschäftszweig eröffnet. Hinten habe ich mein kleines Häuschen gebaut und dort habe ich jetzt einen neuen Brennholzverleih aufgebaut. Okay, Brennholzverleih. Und was ist da genau? Also kann man da bei Ihnen Brennholz einkaufen? Nein, ich verleihe das Brennholz nur. Sie müssen es wieder zurückbringen. Ach so. Also was Sie für einen Nutzen davon haben, kann ich Ihnen gerne später aufzählen. Ja. Ich verdiene Geld damit, das kann ich Ihnen jetzt sagen. Okay. Und aber meine Taschen wird das nicht füllen, oder? Ich kann Ihnen das später noch gerne aufzählen. Es gibt da drei Punkte. Ja. Erstens, zweitens und drittens, aber die sind mir jetzt gerade abhanden gekommen. Ich finde das einfach nicht mehr. Ja, das ist kein Problem, vielleicht finden Sie es ja wieder. Ja, danke. Aber möchten Sie schon mal was bestellen? Dann können wir schon mal Geld überweisen. Ja, also wenn Sie die drei Punkte wiedergefunden haben, können wir uns darüber gern nochmal unterhalten. Das wäre absolut kein Problem. Also da können wir dann gern nochmal in den Dialog gehen. Wird doch voll irgendwie. Aber ich sag mal so, ja, man muss halt wissen, ne? Die Katze im Sack ist nicht so meins. Nee, also dann, wenn Sie so in gewisse Einrichtungen gehen, haben Sie auch nicht die Möglichkeit, die Dinge früher zu testen. Da müssen Sie einfach, sag jetzt mal, zustechen. Wenn Sie wissen, was ich meine. Sind wir aber auf einer ganz anderen Grundlage, Herr Müller. Das ist aber eine ganz andere Grundlage. Ja, ich muss jetzt auch weitergehen. Ich muss noch Gitarre üben gehen. Ja, auch wenn ich nicht so aussehe, als ob ich noch üben müsste. Okay, Sie sind musikalischer quasi. Ja, genau. Ich kann diverse Instrumente spielen, keins richtig, aber alle gut. Okay. Bin doch ein guter Flötenspieler. Ich weiß nicht, Sie wollten vor diese Schiene verlassen, jetzt sind Sie schon wieder drauf. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt schon wieder das Ufer gehört. Gut, das lassen wir jetzt mal. Das lassen wir mal. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und Bestellungen nehme ich gerne an. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Ja, tschüss. Ciao. Es ist gut. Es ist einfach ein Kunde. Ach nee. Ja, dumme. Nee. Ist schon Worte zu fassen. Ach, heftige Sache.
feier das. So. Gut. Gehen wir gleich mal hier runter, aber ziehen wir unten noch immer quer. Das reicht ja auch. Ich will halt bloß, dass der immer, also dass der weiter das einmal eher raussetzt. Gute alte Brennholzverleih. Mhm. Unglaublich. Ach, feier ich. So. Gut, dann machen wir hier unten nochmal und dann können wir den Helfer hier gleich losschicken. Ah, Schweizer. Ja. So. Weil, da fährt er mir nämlich nicht bis raus aufs Gras. Haley, richtig so, richtig so. Entspannen Sie sich ungefähr. Wie gesagt, 17, ne? Jetzt nicht mehr. 9. Was das? Da sah die Blumen neben. Was ist hier? Was war jetzt mit wilden Blumen? Das verstehe ich jetzt nicht. Mal, wilde Blumen? Komm ich jetzt nicht mit. Ja, also YouTube Reno ist nicht wundern, weil wir haben ja sowieso immer montags im Livestream die Aufnahme, ne? Deswegen schwatze ich da auch immer mal ein bisschen im Chat. Na? Okay. Eigentlich gerade stehen. Aber das. Hier. Okay, der fährt erstmal. Super. Super, super, super. Ich bin am Überlegen, sollten wir uns noch einen Steinesammler ausleihen? Weil das ja nur noch beauftragen, Steine zu sammeln. Noch so ein Ding. Hm. Sinn macht. Weit das macht. Wir müssten sehen, wir brauchen noch ein Mähwerk. Aber da müssen wir mal gucken, günstig. Ja, da können wir mal den Händler. Gucken wir mal an. Wein hier. Herr Wein, ich grüße Sie. Herr Samen. Hallo. Blum. Hallo, Herr Blum. Herr Wein, passen Sie mal. Folgende Frage. Und zwar. Haben Sie zufällig oder können Sie da im guten Preis-Leistungs-Verhältnis etwas empfehlen im Bereich von Grünflächenernte, also sprich Mähwerk, wo man eventuell gleich auf Schwad legt? Haben Sie das im Angebot? Also jetzt, wir haben was im Katalog, klar, aber im gebrauchbaren Markt ist aktuell nichts. Ja. So groß wie möglich oder? Ja, gutes Preis-Leistung. Preis-Leistung wäre mir super. Da würde ich die Pöttinger empfehlen, die NovaCat. Einmal das Frontmähwerk und das, das Butterfly hinten. Das ist jetzt so vom Preis-Leistung her günstiger. Das Heckmähwerk hat 10 Meter Arbeitsbreite. Mhm. Ich hätte nur einen von Kongskilde, so heißt das. Das hätte sogar 12,30 Meter. Das ist noch einen Ticken größer. Okay, wo wären wir da im Komplett? Die können aber auf Schwad, oder? Die können auf Schwad liegen, genau. Also die Pöttinger liegen komplett zusammen mit Front- und Heckmähwerk bei. Was ist das? 88, also einmal 13.500 für das Frontmähwerk und 75.000 für das Heckmähwerk. Und die größte Variante kostet das Frontmähwerk 15 und das Heckmähwerk schon 149.500. Okay. Gut. Was würde es mich kosten, ein Frontmähwerk mit Ladewagen? Wird mich teurer, oder? Jein, wir haben gerade im Angebot einen Klaas Cargos, der hat 44 Kubik Ladevolumen für einen halben Preis für 57.194. Mhm. So das günstigste, was ich Ihnen anbieten kann aktuell, wenn es jetzt die Größe sein soll.
Oder halt, gut, Frontmähwerk gibt es das günstigste von Sepp Knüsel für 12.000, nee, für 9.500 von Kühn sogar. Ja. Noch ein Ticken billiger. Ja, oder wenn der Ladewagen nicht ganz so groß sein soll, weil ich meine, der von Klaas ist ja schon recht groß mit 44, ist glaube ich die gesündeste Variante der von Pöttinger, aber der ist jetzt eigentlich jetzt teurer neu, als wenn sie den gebraucht neu, der wird 70.500 kosten. Okay, haben sie darunter noch was? Haben sie es unter dem Pöttinger, also noch ein bisschen kleiner vom Ladewagen her? Dann gibt es noch den Strautmann, der hat 23 Kubik für 46.000. Ja. Oder den ganz kleinen von Pöttinger mit 16,1 Kubik für 30.500. Ja, also ich würde schon den von Strautmann nehmen wollen in Verbund mit einem Mähwerk. Das von Kühn ist die günstigste, oder? Ja, das geht sich ja gut aus. Ja, ja. Geht sich ja gut aus. Genau, könnten Sie mir das fertig machen? Ja, klar. Okay, dann würde ich das dann umgehend bei Ihnen abholen. Mache ich ihn direkt fertig dann. Alles klar, Herr Wein. Ich bedanke mich. Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Ciao. Okay, also meine Lieben, das habe ich jetzt gleich erstmal so aus dem Stegreif entschieden, weil, ich glaube, das passt so. Wenn wir das mit den Schafen quasi über Mähwerk mit Sammelwagen machen, ne? Dann, ja, ich trottel hatte meinen leider am Anfang. Dann sparen wir uns halt einen Arbeitsgang, weil wir können mähen und können gleich sammeln. Ich denke mal, das sollte keine schlechte Variante sein. Mit Blumen, ja? Weil nochmal vom Händler. Zu den Strautmann-Ladewagen. Mit oder ohne Siliermitteltank? Den brauche ich ohne Siliermittel. Ohne? Ja. Okay, dann mache ich den so fertig, dann ist der Abfall bereit. Alles klar, ich danke Ihnen. Ja, bitte, tschüss. Jo, ciao. Okay, so, wir werden bloß mal hier ein bisschen aufräumen, weil mir geht das schon lange auf dem Rettich, dass hier das Zeug überall rumsteht. So, wir müssen halt echt mal. Wir müssen Ordnung machen auf. Das geht so nicht. Ich liebe, ich muss auch mal aufgeräumt werden. Das gehört auch dazu. So. Im Prinzip, das Silo war am Anfang ja relativ okay. Nur, wo ich mir denke, ob wir das nochmal gebrauchen können, ist eine Sache. Dann auch mal gucken. Wir werden vorne noch Paletten laden müssen. Dabei machen. Und ihr habt ja da, also in Bezug auf das Thema mit den Paletten, habt ihr ja kräftig in die Kommentare geschrieben. Jetzt sehe ich es gerade. Haley, gut's Nächtle. Schlaf gut. In Bezug auf die Paletten habt ihr ja sehr gut in die Kommentare geschrieben. Werden wir die halt wirklich selber weiterladen. Weil das bringt nichts. Gaming Chris, servus und hallo, wie geht's dir, mein Junge? Gleich mal wieder wegnehmen. Ich hab schon mal, also ihr hattet recht, man sollte vielleicht doch schon mal drüber nachdenken, über einen Gabelstapler. Denke ich mal, wird es ganz gut machen. Nein, nein, nicht umspringen. Bin hier weg. Ah. Ah. Bis die erstmal ein bisschen rustet. Danach kann ich die nämlich dann, oder danach können die Jungs dann vielleicht. Ich weiß nicht, Chat und YouTuberinus, gibt es denn schon sowas wie einen guten automatischen Ladewagen, also Sammelwagen hier, Palettenwagen? Ihr wisst, was ich meine, ich komme gerade nicht drauf. Ich glaube, das wäre fürs Elkur ganz interessant. Gerade in Bezug auf die Paletten hier. Wie früher mit Aschen. Immer schön so. Genau. Ja, ja. Ja, hier Ellenstein vom LU. Moin, Herr Ellenstein, guten Morgen. Ihr Telefon.
bringen Sie es mal bitte noch mal in die Werkstatt oder weiß der Geier wohin. Wieso? Was denn damit? Boah, das geht nicht. Da fällt jeder um. Einschließlich mir. Ah. Zu laut? Ja. Ja, aber sie sollen ja auch wach werden oder so. Nicht, dass sie vom Mittagsschlaf noch so völlig müde da arbeiten tun und so. Also, weil sie müssen ja auch konzentriert sein bei dem, was sie jetzt gerade machen. Ja, ja, definitiv. Ich bin komplett konzentriert. Ich bin wach. Ja, das ist ja schön. Ich wollte Ihnen mitteilen, dass die zwei Felder fertig angesetzt sind. Oh, wie schön angesät. Ja. Halten Sie doch die Essen. Wunderbar. Sagen Sie mal, haben Sie einen Steinsammler bei sich? Also in der Firma? Ja, eine Firma mit einem Steinsammler. Das ist gut, da werde ich gleich nochmal die Firma dann anrufen. Das ist super, dass Sie da Bescheid sagen. Danke Ihnen. Bitte Ihnen, schönen Tag noch. Ciao. Meine Fresse, ja, ist ja, also meine Lieben, ne? Also, ich glaube, jeder ist jetzt wach, einschließlich der YouTuber Renus, ne? In diesem Sinne, ja, sind wir schon wieder am Ende angelangt. Bis dahin sage ich einfach mal Tschüss und Ciao.